Hallo, einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Mal schauen, wer heute Morgen schon so früh oder so früh ist es gar nicht, 10 Uhr ist es ja schon. Gar kein Zeitgefühl gerade. Wir sind ja hier in einem ganz tollen Hotel gerade. Lassen es uns gut gehen, gehen gleich zum Brunchen. Deshalb bin ich gerade so ein bisschen außerhalb der Zeit, so 10 Uhr ungefähr dürfte es sein. Gell? Ja. Okay, mal schauen, wer heute Morgen hier schon live dazukommt und ob ich das hier auch auf dem Handy sehe, ob ich das hier erkennen kann. Worüber möchte ich mit dir sprechen? Ich habe gesehen, ein Kommentar hier, da möchte ich jetzt gerne drauf eingehen. Gefühle von Wut, Trauer, Schmerz, Tränen sind gerade so heftig da, so ein Gefühl des Durcheinanders. Und Gefühle sind grundsätzlich dazu da, um gefühlt zu werden. Wir sind nur in unserer Kinderstube in unserem Leben nie dazu angehalten worden oder haben es nie gelernt, Gefühle wirklich zuzulassen, sondern wir sind Meister darin geworden, Gefühle zu unterdrücken. Wenn ein Beispiel, als wir als Kinder früher, als es darum ging, dass wir schlafen sollten und im Zimmer war es dunkel, ich nehme mich da nicht aus, habe ich zu meinen Kindern früher auch gesagt, als ich nicht besser wusste. Und so aus dem Kinderzimmer die Stimme kam: Mama, ich habe Angst. Da habe ich auch zurückgerufen, habe gesagt, ihr braucht keine Angst zu haben, ich bin ja da. Bessere Variante wäre es gewesen, halt einfach hinzugehen und zu sagen, hey, guck mal, wo sitzt denn diese Angst? Spür die mal im Körper. Wo hockt diese Angst? Weil sobald wir ein Gefühl einfach auch wahrnehmen und zulassen, wie ich eben eingangs schon gesagt habe, Gefühle wollen gefühlt werden, dann bekommt man nicht nur Botschaften, die sich hinter diesem Gefühl verbergen, warum dieses Gefühl denn gerade da ist, was die Seele, das Herz einem denn damit sagen möchte, sondern man wird auch merken, dass es sich auflöst, dass es sich verflüchtigt, dass man es gar nicht wirklich greifen kann. Und das haben wir einfach nie gelernt, sondern wir sind Meister darin geworden, Gefühle zu unterdrücken. Und darum geht es einfach mal so im ersten Schritt, wieder Gefühle zuzulassen. Und wenn jetzt gerade in deinem Leben so ein Punkt ist, wo so ganz, ganz viele Gefühle dich quasi, ja, wie sagt man so schön im Volksmund, übermannen, dass es gerade so viel ist, so ein Durcheinander, dann läuft das Fass einfach über. Aufgrund verschiedener Gegebenheiten, die vielleicht auch noch im Außen jetzt noch zusätzlich auf dich einstürmen, dann läuft das Fass im wahrsten Sinne des Wortes über. Was kannst du jetzt tun als erste Hilfemaßnahme? Du kannst hingehen und die Augen schließen und dir vor deinem geistigen Auge eine goldene Schale vorstellen. Wenn du visuell angehaucht bist, sag ich mal, dann siehst du diese goldene Schale auch. Aber du musst sie nicht sehen. Das ist völlig egal. Stell dir einfach vor, schließ die Augen und stell dir vor deinem geistigen Auge ist eine goldene Schale. Und dann beginnst du diese Gefühle, diese Gefühlswelt, dieses Durcheinander, was gerade in dir ist, mit geschlossenen Augen durch deinen Mund auszuatmen. Die Gefühle von Wut, von Trauer, von Schmerz, dieses Durcheinander, fühl einfach mal alles. Bejahend fühlen. Und stell dir vor, wie durch den Mund du diese Gefühle in diese goldene Schale ausatmest. Und dann machst du das so lange, bis du das Gefühl hast, so jetzt ist gut, jetzt wird es besser. Du wirst recht schnell merken, wow, zunächst kann auch natürlich, das ist unterschiedlich, kann es vielleicht auch noch ein bisschen verstärkt aufkommen. Es kann auch sein, dass du verstärkt dann losheulen möchtest. Dann lass die Tränen fließen. Tränen sind auch eine Energieform. Und sobald du beginnst, diese Gefühle bejahend zu fühlen und diese Tränen auch bejahend einfach mal fließen zu lassen und dann mit dieser goldenen Schale Technik vorstellen, wie durch den Mund du all diese Gefühle ausatmest, wirst du merken, dass es dir besser wird, dass du dich leer machst. Okay, das kann eine Minute sein, das können auch 5 Minuten sein. Wenn du das Gefühl hast, du willst losbrüllen, du willst losschreien, dann mach das auch gerne, gib dem einen Ausdruck. Wenn du das in deiner Wohnung, wo du gerade bist, vielleicht so nicht lauthals machen möchtest, dann geh raus in die Natur, geh raus in den Wald und lass das einfach auch mal raus. Also schrei auch einfach mehr gerne, wenn so, so viele Emotionen da in dir drin sind. Ja? Okay, das ist so eine erste Hilfemaßnahme. Und dann der nächste Schritt.
Erlaube dir mal ganz ehrlich zu dir zu sein und erlaube dir mal ganz ehrlich hinzuschauen, wo bin ich in meinem Leben nicht auf meinem Herzensweg? Wo folge ich nicht dem Ruf meiner Seele? Das sind so die ersten Erkenntnisse, denn das ist genau der Grund, warum jetzt einfach das Fass überläuft, weil wir es nicht gelernt haben, Gefühle wahrzunehmen und unseren Gefühlen zu lauschen. Schau mal, als kleines Kind, wenn wir morgens wach geworden sind, das ist ja der Grund, warum wir ganz früh aus dem Bett gehüpft sind, mit großen Augen in die Welt geblickt haben, hey, was kann ich heute hier alles entdecken? Welche Geschenke hält das Universum für mich bereit? Das hat uns ja im Laufe der Zeit unser Umfeld, weil wir es nicht zulassen durften, dann ja, letzten Endes ein bisschen zunichte gemacht. Das ist der Grund, warum wir morgens nicht aus dem Bett rauskommen, weil wir tagsüber viel von den Dingen machen, die wir überhaupt nicht möchten, die gar nicht unserem Herz, unserem wahren Kern hier, unserer Seele entsprechen. Und so haben wir gelernt, nicht mehr mit großen Augen in die Welt zu blicken, sondern, ja, ich sag's mal, mit trüben Augen durch unser Leben zu gehen. Und so zieht das Leben an einem vorbei. Und wenn wir dann einmal als kleines Kind gesagt haben, wenn ich groß bin, ich werde die schönste und reichste Prinzessin der Welt oder keine Ahnung, solche Dinge, dann hat das Umfeld ja auch nicht zu uns gesagt, ja, mach das, lausch auf dein Herz, du kannst alles in deinem Leben erreichen, wenn du deinem Herzen folgst. Das ist das Beste, was du machen kannst. Sondern man hat uns verspottet, man hat uns ausgelacht. Schuster, bleib bei deinen Leisten, lern erst mal was Ordentliches und, und. Oder wenn wir auch noch ein bisschen älter später waren, so im Teenageralter oder Anfang Teenageralter, und haben da mal freudestrahlend, sind mal rumgehüpft oder irgendwas. Wie oft haben wir da auch gehört, hey, jetzt benimm dich doch nicht so kindisch. Wie alt bist du denn? Benimm dich doch mal wie eine junge Erwachsene und, und. Also so hat jeder von uns in unterschiedlichster Art und Weise einfach diese Dinge gehört. Und so liegen ganz viele Schleier über uns. Und irgendwann als Erwachsene kommt es dann einfach dazu, dass das Fass überläuft. Und deshalb diese Erste-Hilfemaßnahme mit der goldenen Schale. Und der zweite Schritt, ganz wichtig, damit das Fass, das du gerade dann leer machst, nicht nochmal überläuft oder die Seele auch nicht noch den Körper zusätzlich um Hilfe bittet, dass du endlich wach wirst und auf deine Seele, auf dein Herz lauschst, dass du dich jetzt dann eben einfach auch fragst und da ganz ehrlich ins Brainstorming auch mit dir gehst, wo bin ich auf dem Holzweg in meinem Leben unterwegs? In welchen Bereichen mache ich nicht die Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen, die dem Ruf meiner Seele entsprechen, die meinem Herzen entsprechen. Was gibt es da noch anzuschauen? Was gibt es da noch aufzulösen? Das sind weitere Fragen. Und dann notiert ihr das gerne. Also es geht jetzt dann nicht darum, von heute auf morgen total alles zu verändern, aber indem du dich auf den Weg begibst, wirst du das Puzzle, das jetzt so ungeordnet da ist, dass das Fass zum Überlaufen gebracht hat, auf eine andere Art und Weise einfach ordnen und dich mehr und mehr auf den Weg zu deinem Herzen begeben. Und da gehört natürlich letzten Endes auch dazu, dass du viele, viele Prägungen und Glaubensmuster und Dinge, die im Unterbewusstsein oder auch noch eine Etage tiefer im Unbewussten dir im Laufe der Zeit anschauen darfst, um die zu lösen, die wie so Gummibänder um dich gespannt sind, die dich immer wieder zurückziehen. Wenn du mal so zwei, drei Schritte gegangen bist, jetzt mal symbolisch gesprochen, auf dem Weg zu deinem Herzen, und es wird dann mal anstrengend, und dann lassen wir uns von diesen unsichtbaren Gummibändern nochmal zurückziehen und sind nochmal im Schneckenhaus und drehen nochmal Runden, bis wir dann irgendwann nochmal nach einer Weile merken, Mensch, verdammt nochmal, jetzt kommen ja schon wieder diese Symptome auf. Jetzt geht es mir ja schon wieder so schlecht. Jetzt merke ich ja schon wieder, dass ich doch nicht weiterkomme. Das sind diese unsichtbaren Gummibänder, die es da auch zu lösen gibt. Ja? Und geh da gerne mal ins Brainstorming mit dir und schreib dir mal die Bereiche in deinem Leben auf, wo du weißt, instinktiv, das ist keine runde Sache. Und dann geh Schritt für Schritt, eins nach dem anderen durch und
Beginn auch mal wieder zu träumen in der Richtung. Also wenn du jetzt, ja, was fällt mir als erstes ein, jetzt Partnerschaft zum Beispiel, wenn du merkst, du, vielleicht bist du gar nicht in einer Partnerschaft und wünschst dir nichts sehnlichster als einen Partner an deiner Seite, dann hat das was mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Wenn wir so als Kinder auf die Welt kommen, wir lechzen primär nach Liebe, nach Lob und nach Anerkennung. Und im Hinblick auf Liebe sind wir auch alle nicht satt geworden. Nicht, weil die Eltern uns da nicht sättigen wollten, sondern weil sie ja letzten Endes auch nur verletzte Kinder waren und uns nur das weitergeben konnten, was sie in sich getragen haben. Und diese Liebe, die suchen wir dann einfach oftmals oder in erster Linie beim Partner. Und dann merken wir, irgendwann sind die Taschen leer. Deine Taschen sind leer, meine Taschen sind leer und dann geht's auseinander. Oder wenn du vielleicht ja immer wieder feststellst, dass du vielleicht auch Partner anziehst, aber nach kurzer Zeit geht's wieder auseinander. Das hat was mit der Selbstliebe zu tun. Das ist wie so ein unsichtbares Band, das hier vor der Stirn quasi abläuft. Und dann kann das Gegenüber nicht anders, als sich so zu verhalten, wie es sich eben verhält und dich zum Beispiel wieder eben verlassen. Oder wenn du beruflich merkst, das ist überhaupt nicht mein Ding, was ich da gerade mache, und dich tagsüber oft fragst, was mache ich hier überhaupt? Das mache ich jetzt wirklich nur des Geldes wegen, oder ich rede mir das eigentlich noch schön, dass es ja noch Menschen gibt, denen es noch schlechter geht. Also all diese Dinge, hinterfrag das mal, das kannst du alles ändern. Das hat alles, was hier mit den Glaubenssätzen zu tun. Dass du bislang noch glaubst, das geht nicht anders. Es ist alles, alles wandelbar. Das Erkennen ist der erste Schritt. Und da gilt es einfach auch offen und ehrlich mit sich selbst zu sein und da mal ins Brainstorming zu gehen. Und schreib da gerne mal so deine Gedanken zu den jeweiligen Lebensbereichen, die dir gerade dann so in den Sinn kommen, auf und wandel diese um. Hinterfrag das also alles. Was kann ich jetzt dazu beitragen, um da eine andere Realität in meinem Leben mir zu erschaffen. Denn wir selbst erschaffen uns unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Niemand anderes, nur wir selbst mit unserem Mindset. Okay, das ist dann so der zweite Schritt und dann bist du schon einen großen Schritt weiter auf dem Weg zu deinem Herzen. Und bitte sieh auch die jetzige Situation, wenn es dir so geht, dass so dieses totale Gefühlschaos herrscht. Nimm es bejahend wahr. Und sehe es auch unter dem Aspekt, dass das jetzt die große Chance ist, wo das Fass überläuft, das alles zu hinterfragen und deinem Leben da eine andere, neue Richtung zu geben, dich hier auf deinen Herzensweg zu begeben, deinen Seelenplan zu entdecken und die ganzen unsichtbaren Mauern, die du um dich aufgebaut hast, zu durchbrechen. Und die Schleier, ich habe das bei mir früher immer wahrgenommen, wie so viele Schleier, die über mir liegen, wie so ein Damoklesschwert, die zu lüften und dann einen klaren Blick auf deinen wahren, ich nenne es jetzt mal göttlichen Kern einfach zu richten und dir dein Leben nach deinem Herzen zu erschaffen. Also sieh es positiv, goldene Schale Technik und dann ins Brainstorming mit dir gehen. Okay, schick dir eine ganz liebe Umarmung, hab noch einen wunderbaren Tag. Bis ganz bald. Tschüss.